saß am Computer und sagte, naja, warum nicht? Ich lasse Janosch vor. Oh, wie schön ist Panama. Ich war in einem Hotel in Köln und bin angerufen worden. Abendbrot für meine Familie. Das ist ein Buch, da geht es um das Thema Freiheit. Deswegen heißt der Roman auch im Kasten. Und wir merken mit unserem Helden Hannes Felix, den wir 224 Seiten lang durch sein Leben begleiten, dass so selbstverständlich das mit der Freiheit, wie es uns manchmal scheint, gar nicht ist, dass wir in mehreren Arten von Unfreiheit leben. Doppelpunkt, da Hannes Felix in einer Einrichtung arbeitet, die sich mit zu entsorgenden Gegenständen beschäftigt, läuft bei ihm vieles von dem an, was uns das Leben so eng macht und den Weg verstellt. Punkt. Eine Qualität des Buches, glaube ich, ist, dass es sich auf gar keinen Fall in einem Satz zusammenfassen lässt. Das möchte ich nicht. Das Gerüst ist ein junger Mann, ein Araber. In den 30er Jahren wächst er auf in Bagdad, schließt sich nach einigen Abenteuern den nationalsozialistischen Jugendbewegungen dort an, kommt mit dem Großmufti von Jerusalem tatsächlich nach Berlin während des Krieges und wird von diesem Großmufti schließlich eingereiht in die muslimischen Verbände der Waffen-SS. Das hangelt sich alles an historischen Tatsachen entlang. Die Figur Anwar ist allerdings fiktiv. Wie in allen wirklich guten Büchern geht es um Liebe, Tod und Einsamkeit. Das ist der alte, großartige Melancholiker Leonard Cohen. Und Going Home zum Beispiel wäre der gute Soundtrack. Denn Going Home betrifft auch unseren Helden Hannes Felix, der versucht, nach Hause zu kommen, wo auch immer das sein mag. Wouldn't it be nice von den Beach Boys? Kopf verloren von Peter Fox. Nur des Chefs. Also es gibt ja alle möglichen Ratgeberromane, wo Chefs nur cholerische und blöde Wesen sind. Da unser Hannes Felix in dem Roman ein wenig die Spur verlässt und auf eigene Wege und Abwege aufgerät, spielt der Chef, der das Ganze gewissermaßen von oben und von außen, von der Seite betrachtet, eine ganz wichtige Rolle. Naja, eine Figur, die mir schon wichtig ist, die aber eigentlich gar nicht so viel vorkommt, nur indirekt, von der wird immer nur erzählt, ist dieser Waldemar Wasserkind, der so zwischen naiv und total idealistisch so einen Vergnügungspark im Dritten Reich bauen möchte. Naja, der ganze Roman ist eigentlich nicht so auf Identifikation angelegt und ebenso wie der Leser habe ich natürlich auch eine gewisse Distanz empfunden den Figuren gegenüber, weil die alle heikel sind, historisch auch gefährliche Menschen. Mir war wichtiger, dass man die Motivationen nachempfinden kann, ohne sie deshalb gut zu heißen und deshalb war mein Standpunkt der des Lesers eigentlich. Eduard Möhrig. Atmen. Wie eine Arbeit, unterbrochen von großen Glücksgefühlen. Verschlossene Türen aufreißen. Bücher von Wladimir Nabokov. Gibt es so viele, aber eines ist ganz bestimmt von Christoph Franzmeier, Morbus Gitarra. Ich war sehr beeindruckt beispielsweise von einigen der lateinamerikanischen Autoren, mit denen ich aufgewachsen bin. Vargas Llosa ist so jemand. Einige seiner Bücher haben mich schon sehr beeinflusst. Von Thomas Hardy, Jude the Obscure, im Deutschen unter dem etwas fragwürdigen übersetzten Titel Herzen im Aufruhr bekannt.